Liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen aus Düsseldorf zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Ich habe heute ein großes Zinsspecial für Sie vorbereitet. Wir wollen uns nämlich den Zinsen in den USA zuwenden. Einmal 10-jährige Rendite und dann nochmal das längerfristige Pendant 30-jährige Rendite in den USA. Da sind im Moment ganz spannende Weichenstellungen festzustellen. So spannend, dass wir in der Printausgabe des HSBC Daily Trading im Moment fast täglich Zinscharts drin haben. Und da wollen wir ganz bewusst Ihr Augenmerk hinlenken, weil hier möglicherweise ganz große Weichenstellungen anstehen und die Zinsseite natürlich Implikationen, Auswirkungen auf alle anderen Assetklassen letztlich besitzt. Schauen wir uns, starten wir mit der 10-jährigen Rendite in den USA. Ich habe den Monatschart für Sie vorbereitet und wenn man den Chart betrachtet, da springt einem sofort ein ganz neuralgischer Punkt ins Auge. Gemeint ist der Kreuzwiderstand bei rund 3,05%. Da verläuft einmal die Nackenlinie der großen unteren Umkehr des großen Doppelbodens, den wir über die letzten Jahre ausgeprägt haben und der fällt zusammen mit dem noch längerfristigen Abwärtstrend über die letzten gut 35 Jahre seit Beginn der 1980er Jahre. Also ein extrem langfristiger Abwärtstrend. Und diesen Kreuzwiderstand bei 305, den haben wir jetzt dynamisch rausgenommen. Damit ist der Doppelboden, die langfristige untere Umkehr abgeschlossen und wir haben wirklich auch den strategischen Abwärtstrend seit Anfang der 1980er Jahre gebrochen und überwunden. Von der Tragweite kann dieser Befreiungsschlag gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich würde sogar so weit gehen, das sind Weichenstellungen, wie wir sie aus Investorensicht wirklich nur einmal in unserem Leben tatsächlich festzustellen haben und damit ganz klar das Szenario steigende Renditen muss man weiter auf dem Radarschirm haben. Nächstes Anlaufziel sind die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 4%. Wenn man vorgeht, wie es der Techniker klassischerweise bei solchen sauberen unteren Umkehrformationen tut, sprich die Höhe der Formation misst und nach oben an die Ausbruchsmarken spiegelt, dann landet man sogar bei kalkulatorischen Kurszielen jenseits der 4% Marke. Und was das Schöne ist an solchen Ausbruchskonstellationen, sie geben Investoren auf der anderen Seite immer auch ganz gute Möglichkeiten, enge Absicherungen zu wählen und um unser Szenario nicht verblassen zu lassen, sollte die 10-jährige nicht mehr nachhaltig unter die 3% Marke zurückfallen. Liebe Zuschauer, kommen wir im zweiten Schritt zu der 30-jährigen Rendite, also ganz langfristige Zinsen in den USA. Und der Chart ist fast noch einprägsamer aus meiner Sicht. Ich habe auch hier wieder den Monatschart für Sie vorbereitet. Da muss man kein ausgebildeter technischer Analyst für sein, um die Bedeutung der Marke von 3,25% zu erfassen. Über die letzten Jahre 2015, 2016, 17 und 18 war hier jeweils der Deckel drauf, also das die ultimative charttechnische Barriere und diese Barriere haben wir jetzt analog zur Situation, zur Ausbruchssituation bei den 10-Jährigen auch beim längerfristigen Pendant herausgenommen. Also der Spurt dynamischer Art, dynamischer Natur über die Marke von 3,25 und damit auch die langfristige Bodenbildung tatsächlich abgeschlossen. Netter Nebeneffekt an der Stelle, der Trendbruch des Abwärtstrends, den wir im Jahr 2011 etabliert haben, der manifestiert sich dadurch, der wird zementiert. Also auch hier ganz klar das Szenario nachhaltige untere Zinswende und von charttechnischer Seite kriegen wir hier deutliche Ausrufezeichen, dass man auch im langfristigen Bereich von steigenden Zinsen weiter ausgehen muss. Nächstes oder erstes Anlaufziel auf der Oberseite, das Jahreshoch aus dem Jahr 2013. Auch hier reden wir knapp über die 4% Marke als neuralgischen Punkt. Die Höhe der unteren Umkehr lässt sogar Ziele jenseits dieser runden 4% Marke versprechen. Und auch da
um es rund zu machen, die Absicherung im Bereich der alten Ausbruchsmarken. Das heißt, die 3,25% Marke, diese große Ausbruchsmarke, die die Bodenbildung abgeschlossen hat, diese Marke gilt es zukünftig nicht mehr zu unterschreiten. Liebe Zuschauer, also wir denken auf der Zinsseite derzeit extrem spannendste Chart, wo man genau hinschauen muss aus Anlegersicht. Und wir hoffen, wir haben damit zwei wirklich interessante Charts für Sie vorbereitet. Viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Machen Sie es gut und bis nächste Woche. Tschüss aus Düsseldorf.